Ich glaube, es wäre angemessen, wenn man schon einen Sieg bei einer Volksabstimmung erringt, wie die CDU-Leute hier, dass man den dann ruhig genießt und nicht die, die verloren haben, auch noch so niedermacht, wie Sie das heute Abend tun. Der ist aufgelacht. Der ist irgendwie die Logik abhanden gekommen. Aber ich glaube, der Satz hat eine gewisse Logik. Die Logik lautet, wir zeigen in Stuttgart, wo der Vater entwurscht wird, und dann können wir den Griechen sagen, zahlt die Zinsen für Zinsen für die Banken in Deutschland. Deswegen sagen wir, während er hinter seinem Maß Bier im Bierzelt auf dem Anzahl der Waren saß. Meine Frage an Alexander Schlager, du hast am eigenen Leib erlebt, wie brutal. Wenn hier gefragt wird, warum denn es in Stuttgart passiert und warum jetzt nicht in Karlsruhe oder am Bodensee oder in München, dann möchte ich darauf hinweisen, es hat sicherlich nichts mit der genetischen Veranlagung meines Volksstammes der Schwäbinnen und Schwaben zu tun. Und jetzt spreche ich jetzt zu diesem CDU-Publikum auch deswegen, da draußen sind Leute. Und es besteht eine reale Gefahr, dass es eben nicht so friedlich bleibt, wie es soll. Ich will, dass es friedlich bleibt. Ich sage Ihnen ganz eindeutig, oben bleiben war der Slogan und jetzt heißt der Slogan friedlich bleiben. Na, da können Sie auch beitragen, wenn Sie nicht durch falschen Triumphalismus die Leute jetzt verärgern. Ruhe jetzt im Saal!